Willkommen zurück zu Bibi Blocks Perk und ein verflixter, verhexter Schultag, verflixte Kiste. Wir suchen immer noch 2 von 5 Hühnchen, Hähnchen, Hühnern. Hier unsere Frau English und bei der habe ich auch noch keine Ahnung, wie ich sie rauskriege. Wir haben ja Brotkrumen. Vielleicht kann ich ja nochmal den Limonadenspruch anwenden. Aber nö. Nö, nö. Nö, da tut sich nichts. Tja. Da kann ich nicht mehr drücken. Da kamen diese anderen komischen Dinger da raus. Und sie kommt aber auch so freiwillig nicht raus. Ich denke mal, dass man schon hier irgendwie die Limos irgendwie entfernen muss. Weil sie dahinter festhängt oder so, schätze ich mal. Aber er will ja keine Limo mehr. Und ich auch nicht. Also ich könnte jetzt schon eine Limo trinken, aber... ja, ich muss jetzt nicht. Vor allem ist auch geil, dass das hier Dosen sind und er aber eine Flasche gekriegt hat. Ja, die Tür sitzt offen und sie eskaliert da drin einfach immer die ganze Zeit durch die Gegend. Was habe ich denn dann noch? Nein, okay, das war wirklich nur der Fisch zur Belustigung. Nein, okay, das ist auch nichts. Ich kann jetzt auch nicht wahllos hier alle Hexsprüche ausprobieren. Mambo, diese Platte spielt Blues. Der Bürgermeister macht Musik. Rock'n'Roll. Klettersaal, hier steht sofort das Gegenteil. Ja, gut. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich brauche eine Kreide. Zum Beispiel kriege ich jetzt noch eine Kreide her. Im Schulhof? Nee. Was ist denn das eigentlich da? Nee, ich will das hier. Nee, nicht den Sack, sondern das da. Was da liegt. Eine Hühnerfeder. Das ist eine Spur. Okay, das war eine Feder. Da geht's in die Sporthalle. Da bist du ja wieder. Und vielleicht da drin noch was? Was haben wir denn da rausgeholt? Gar nichts eigentlich, oder? Doch, den Plan. Hier hatten wir den geheimen Plan. Ah ja, guck mal, die Taubenpost. Diese Art eignet sich besonders für die Zucht und Ausbildung von Brieftauben. Diese Art eignet sich besonders... Ich nehme sie mit. Okay. Ich habe vorher gar nicht gemerkt. Da hätte ich es gebraucht. Okay. Wie oft kann man ihn läuten lassen? Solange es, bis es uns nervt wahrscheinlich. Ein alter Vogelkäfig. Den nehme ich mit. Was sie das mitnimmt? Ich kann Kreide! Wieso konnte ich denn vorher das alles nicht anklicken? Super, jetzt kann ich an die Tafel schreiben. Ja, nice. Okay. Ja, cool. Ach so, war das jetzt nur wegen der Kreide? Ich kann die Schulglocke einstellen. Super! Okay, bringt mir das irgendwas? Dass ich die Schulglocke manipulieren kann? Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall Kreide. Damit kriege ich vielleicht unsere Mathelehrerin. Aber die Englischlehrerin... Ich kann die Schulglocke einstellen. Super! Okay, ich glaube, das führt zu nichts, außer dass es laut ist. Dann Karte und ab ins... Ich sehe mal im Klassenzimmer nach. Ja. Genau. Hallo Florian. Hallo. Ich konnte sie nicht einfangen. Gut, Florian, wir werden sie herausfordern zu einem kleinen Spiel. Und zwar mit der Kreide. Ach, wie böse, sie guckt, so ein typischer Mathelehrer. Warum ist sie denn so aufgeregt? Sie interessiert sich für das Spiel. Aha. Was macht sie denn da?
Sie will spielen. Kennst du das Spiel, Florian? Ja, man spielt es zu zweit. Einer zeichnet Kringel. Und der andere Kreuze? Genau. Wer als erstes eine Reihe voll hat, hat gewonnen. Na gut. Scheiß, freut sie sich. Noch ein Spiel. Ach so, okay. Ich hätte gedacht, das reicht, wenn sie gewinnt vielleicht. Also ich muss sie besiegen. Deswegen macht man immer erst in der Mitte des X, ne, weil das ist am intelligentesten. So, und jetzt machen wir so. Und jetzt ist sie in der Zwickmühle. Ha. Ich bin ein Meister dieses Spiels. Oh, sie ist in Ohnmacht gefallen. Oh mein Gott, sie ist tot. Nein, sie... Oh. Sie hat was auf der Nase. Ich will sie in den Käfig sperren. Ein alter Vogelkäfig. Kann ich ihn benutzen? Das geht nicht. Ich dachte, ich kann den benutzen. Gut, dann heilen wir sie erstmal mit dem Hexspruch. Ene mene, kein Geheule. Schon geheilt ist deine Beule. Hex, hex. Hat sie auch den Schnabel geplumpst. Ich glaube, sie will mit. Ah, sie ist auch ins Lehrerzimmer. Freiwillig auf die Schulter geflogen, gehüpft, wie auch immer. Ja, dann hier, Frau Mathe. Frau Malzahn. Prima, sie bleibt sitzen. Gut. Was machen wir jetzt draußen mit dem Automaten? Das sind die Fächer der Lehrer. Das sind die Fächer der Lehrer. Ah, ich bin gerafft. Was sind das? Das sind die Fächer der Lehrer. Ach so, die Fächer der Lehrer, okay. Bin im Moment nicht da. Lege meine Schlüssel in das Fach des Herrn Direktor, der Hausmeister. Ah, Moment. Moment. Ich habe keine Hexkraft mehr. Ich hab mir gerade was eingefallen. Warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit gemacht? Jetzt pass auf. Gib mir mal das. So, dann gehen wir mal zurück. Ins Lehrerzimmer. Ist ja wahrscheinlich schneller, wenn ich jumpen würde. Ja, jetzt pass auf. Was ist, wenn wir jetzt einfach den hier machen? Ene mene Kletterseil. Hier steht sofort das Gegenteil. Hex, hex. Weil dann weiß er das gar nicht und dann muss er das unterschreiben. Das wäre erledigt. Und jetzt steht nämlich da, dass die Schule genug Geld kriegt und die nämlich keinen neuen Dienstwagen für den Chauffeur des Bürgermeisters brauchen. Genial, ne? Genial. Aber... was machen wir jetzt noch? Wie kriege ich jetzt die alte Englischlehrerin aus diesem... Warum habe ich so viele Zaubersprüche, die ich gar nicht benutzt habe? Habe ich jetzt noch irgendwas gefunden? Den Käfig. Das geht nicht. Warum nicht? Warum geht das nicht? Ach so. Boah, die musst du einfangen, weißt du? In den Käfig. Marita, mach schnell den Käfig zu. Ja, schnell, Marita. Okay. Wie sie läuft. Ich bringe sie zu den anderen ins Lehrerzimmer. Jawohl. Okay, wir kommen mit. Gut. Na also. Kettenausschnitt. Gut, jetzt machen wir das mal alles rückgängig. Super, Baby. Also gut, der Rückhexspruch. Ja, und den haben wir... Zum Glück wissen die nachher nichts mehr davon. Wieso nicht? Warum wissen die nichts davon? Weil sich verhexte Personen hinterher niemals an die Zeit erinnern können, in der sie verhext waren. Aha.
Kleine Mähne, weißer Bart, ihr seid jetzt, was ihr vorher wart. Hex, Hex! Und da der Stadtrat einstimmig einen weiteren Dienstwagen für den Herrn Bürgermeister abgelehnt hat, beschließen wir also auf unserer heutigen Versammlung, dass der Neustädter Schule ab sofort doppelt so viel Geld zusteht wie bisher. Freuen Sie sich. Der Bürgermeister freut sich auch so. Ja, ich weiß, ich bin cool. Das war toll mit euch. Ich freue mich schon darauf, euch bei meinem nächsten Abenteuer wiederzusehen. Ja, tschüss. Schön. Tschüss. Ja, das hat Spaß gemacht. Und jetzt kommt gar kein Video. Doch. Das war Bibi Blocksberg, ein verhexter Schultag. Ich danke euch fürs Zugucken. Es war sehr lustig, hat mir viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Adventure mit oder ohne Tina. Aber auf jeden Fall mit Bibi oder jemanden anders. Oder Lizzie oder keine Ahnung wem. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, kommentieren, abonnieren und so, ihr wisst. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss.